Also klar, für manche Mitarbeiter im Verein oder auf der Geschäftsstelle wäre es wahrscheinlich blöd, weil dann vielleicht für nächstes Jahr dann halt eben keine Position mehr da ist, dass man sich da wahrscheinlich wieder ein bisschen verkleinern müsste, das ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Verein prinzipiell Existenzsorgen hat. Seit vielen Jahrzehnten hier einen Mäzen, die Firma Britta, beziehungsweise die Familie Handkammer, denen Britta gehört. Und Bist du jetzt gerade da falsch ist rumgefahren? ja sicher, dass das auch so bald nicht endet. Also ich weiß aus Quellen, dass das auch, ich glaube, in gewissen Verträgen so geregelt ist, dass das nicht irgendwie abrupt jetzt irgendwie enden könnte. Von daher muss man jetzt da nicht, müssen wir jetzt keine Sorgen haben, dass man jetzt, keine Ahnung, aus der dritten Liga jetzt aus Finanzgründen jetzt zurückziehen würde oder was. Das würde nicht passieren. Also, aber das Ziel war natürlich, das hat der Präsident vor 2 Jahren ausgegeben, bis zum 100-jährigen Vereinsjubiläum. Leute, was Das ist ist bei euch falsch in gelaufen? 2 Jahren. Möchte man ein etablierter Zweitligist sein? Das war die Ansage. Und etabliert beinhaltet ja natürlich nicht, dass man gerade wieder frisch aufgestiegen ist, sondern dass man da halt bei wenigstens 2 oder 3 Jahre am Stück in der zweiten Liga ist. Das heißt, man darf jetzt eigentlich nicht absteigen, um dieses Ziel jetzt nicht zu verlieren. Da hat der Micha hat ja in der Folge mit dem Yannick gesagt, dass ihr einen stärkeren Kader habt als in der letzten Zweitliga-Zeit. Das spricht ja so ein bisschen dagegen, dass ihr eigentlich auf dem Relegationsplatz seid. Also es müsste ja eigentlich mehr drin gewesen sein. Ja, aber hast du dir mal die Tabelle vom letzten Abstieg angesehen? Da waren wir ja, da sind wir von Anfang an der Musik hinterhergerannt. Da hatten wir einen katastrophalen Start, ich glaube mit 1 Punkt aus 7 Spielen. Der erste Sieg war dann auch gegen Osnabrück zu Hause. Das war ja auch die Zeit, wo ich Stadionsprecher war und es irgendwie so schwierig war, vor dem Spiel da nochmal irgendwie in diesem trostlosen Zustand da irgendwas zu versuchen, ein bisschen zu pushen. Aber ja, im Endeffekt. Wir haben einen stärkeren Kader, deshalb sind wir ja auch jetzt noch nicht abgestiegen. Beim letzten Zweitligaversuch waren wir das schon zu dem Zeitpunkt. Und, oder Gunnar? Ja, Ich meine das war ja schon. auch Ja, dann das letzte Heimspiel mit St. Pauli damals. ja, genau. Und von daher stimmt es ja auch. Und es sei ja auch, wie gesagt, wir hatten ja die 31 Punkte hatten wir ja schon Bitte vor 8 Spielen linksschalten. oder was, oder 9. Erreicht und dann kam es eben zu diesem Einbruch und ja, es ist ja jetzt kein reiner Leistungseinbruch, aber ja, krasses Abrutschen. Und ich gehe jetzt eigentlich ich gehe mit einem sehr schlechten Gefühl am Sonntag ins Stadion, denke ich, wenn ich mir das nicht noch vorher schön trinke. Und also das, weil du. Die Tendenz spricht klar dafür, dass wir das Spiel am Sonntag nicht gewinnen und dann musst du die ganze Zeit aufs Handy gucken. Da musst du nicht, aber werde ich machen. Um zu gucken, was die Paderborner eben in Rostock reißen. Und hat ja noch so ein bisschen Hoffnung, dass ihr, wie gesagt, da immer noch Freude trunken durch St. Pauli reitet auf eurer Euphorie- und Alkoholwelle, aber. Wenn man den Trainer dann von euch gehört hat nach dem Spiel, dann hat man den Ehrgeiz direkt schon wieder durch die Kamera mitbekommen und der Wunsch Meister zu werden, klar, der dürfte den Wunsch nach dem Klassenerhalt nicht schlagen. Von daher müssten unsere Jungs motivierter sein und die werden auch dagegen halten und die werden das Spiel auch gewinnen wollen. Und wie gesagt, gegen Kiel haben wir auch stark ausgesehen, aber dir fehlt halt irgendwann der Glaube und Links abbiegen. von daher ist es. Ja, und dann kommt halt dazu eben, dass, wie gesagt, ohne Sportdirektor, Robin Heuser läuft der Vertrag aus, Verein hat eine Ausstiegsklausel, da stehst du jetzt nicht vor einem kompletten Scherbenhaufen, aber da wo du gefühlt vor 2 Monaten warst, oder wo du vor 2 Monaten warst, da bist du jetzt also sehr extrem ernüchtert und also ich zumindest und ich glaube, geht's genauso. Und du willst. Also freuen kann ich mich eh nicht am Sonntag, außer wir gewinnen verdient 3-0 oder sowas. Das halte ich aber für extrem unwahrscheinlich. Und tja,
ja, vielleicht passiert irgendwie so, ein Last-Minute-Minzel, wie wir schon mal die Klasse gehalten haben. Aber du kannst ja da auch den Klassenerhalt nicht feiern. Da hättest du jetzt in Braunschweig unentschieden spielen müssen, damit das noch nicht. Genau, bleib doch hier nicht stehen, ey, Junge. Wäre. Von daher ist es ja, sehr ernüchtert und eher ängstlich bei mir. So insgesamt ist es halt so ein bisschen das Gefühl, dass wir halt seit Wochen die Chance hatten eigentlich. Man hätte ja vielleicht noch ein, höchstens zwei Siege gebraucht und dann wären wir ja längst aus der Nummer raus gewesen. Und die Chancen hatte man gehabt, beispielsweise das erwähnte Osnabrück-Spiel und so. Also, oder wenn du in Kaiserslautern gewinnst, ja, dann hast du 3-4 Punkte mehr und dann wärst du jetzt gar nicht in der Bredouille. Ne? Das ist, und so wird eine Chance nach der anderen vergeben. Es ist wie im Spiel, ne? Es sieht eigentlich lange gut aus, aber dann machst du die Dinger halt nicht und am Ende wird's verdammt brenzlig. Immer geradeaus. Wir hatten ja gerade eben das Thema ernüchternd. Gunnar, der Michael, du konntest das eben nicht sehen. Ich habe Gunnar eben ein Status-Posting von Jackson Irvine gezeigt, der nach 2 Tagen Trauertrunkenheit im